So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Torchlight. Ich werde jetzt hier direkt ins erste Portal gehen. Wir müssen die drei Portale durchqueren, da irgendwelche Glyphen finden, um das letzte Portal zu aktivieren, womit wir weiter können. Weil das wurde von den Erbauern dieses Ortes irgendwie versiegelt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die einzelnen Portale gingen recht schnell. Aber hoffentlich gibt es ein paar ordentliche Massenvernichtungen. Wir haben jetzt hier jedenfalls noch neue Gegner. Das sind irgendwelche Bäume. Spinnen. Aber andere Spinnen als vorher. Und halt jetzt auch eine neue Gegend, die, ja, zumindest anders aussieht als die Nekropolis vorher. Ich finde die Gegend hier auch ganz stimmungsvoll. Ah, und hier ist dann auch unser erster Boss in diesen Gebieten. Ein Riesenbaum. Kivilmorok the Ghastly. Egal, so garstig war er gar nicht. Und Spinnen. Ui, die Giftzombies gibt es hier allerdings immer noch. Und die sind immer noch nervig wegen dem blöden Gift. Naja. Muss ich halt ein bisschen mehr Tränke schlucken. Ich will jetzt nicht irgendwie immer warten, bis das Gift weg ist. Es dauert ewig. Und so teuer sind die Tränke ja nicht. Das wird schon hinhauen. Diese komischen Pilze machen, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Schaden, wenn man ihnen zu nahe ist. Ich glaube, im Grunde genommen können wir es auch stehen lassen, weil sie einem halt nicht folgen können. Sinnigerweise, es sind ja Pilze. Aber man kann sie auch töten. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was droppen können. Ah ja, aber diesen Horden von kleinen Viechern ist natürlich der Stampfer Gold wert. Und hier ist Garaktide. Schon der zweite Boss, den wir jetzt hier für den Baden töten sollten. Ja, das passt doch wunderbar. Dann gehe ich, nachdem ich das Gebiet hier fertig habe, zum Baden. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er hier auf der Ebene uns noch eine Quest geben würde. Also, es ist kein Schade, wenn ich jetzt noch warte, bis ich fertig bin. Und noch ein Boss. Der Vorteil ist, dass die nicht so schwer sind, dass es problematisch wird, aber dafür haben sie halt theoretisch die besten Dropchancen. Hier haben wir zum Beispiel wieder was Einmaliges gefunden. Wurde ja auch langsam Zeit, das gucke ich mir jetzt sofort an. Erstmal den ganzen Rest. Und mysteriöse Schulterteile. 15 Rüstung, Minion-Schaden, Minion-Geschwindigkeit. Das Problem ist halt, dass es 23 Magie erfordert und ich habe nur 13. Und eigentlich, ach Mann, ist doof. Das nützt mir halt irgendwie nichts. Die Werte sind auch nicht so toll. Schade. Na gut. Zweihand kann weg, kann weg, kann weg. Das auch. 101, nutzlos. 1 Stärke, nö. Das kann auch weg. Das behalte ich. Und, das hier kann weg. Ich habe ja das einmalige Brustteil. So. Naja, immerhin hat der Boss mal was Einmaliges gedroppt. Ist ja auch schon mal was. Schade, dass ich es nicht benutzen konnte. Aber immerhin. So. Die Viecher hier sind recht flink, das heißt, manchmal erwischt man nicht alle mit dem Stampfer, aber egal. So, den Stampfer kann ich nicht weiter skillen gerade. Also benutze ich den Skillpunkt, den ich hier für meinen Ruhm bekommen habe, um mehr Erfahrung, mehr Ruhm und bessere Tränke zu kriegen. Später werde ich hier das Ding da auch nochmal skillen, weil es bessere Drops bringt, aber das ist halt noch meilenweit weg, deswegen.
hier waren gerade wirklich viele Bosse, das ist ganz schön. Diese Viecher hier rennen immer ran und rennen wieder weg. Das ist so ein bisschen wie diese komischen Ratten, die fliehen, wenn man einen von ihnen tötet. Das macht es ein bisschen nervig, sie zu bekämpfen. Weil sonst kann man halt, wenn die alle um einen rumstehen, wunderbar den Stampfer reinhauen, aber wenn die das nicht tun... Ich wollte sie ignorieren, genau. Ja, wenn die das nicht tun, muss man sie halt irgendwie einzeln abschlachten und immer hinterher rennen. Und noch ein Boss. Meine Güte, meinen sie es aber. Na gut, mir soll es recht sein. Vielleicht gibt es ja diesmal was Einmaliges, was ich auch haben will. Nein, aber ein Level-Up. Ein Level-Up nehme ich auch. Aber erstmal hier ein bisschen das Gebiet reinigen. Das Level-Up verteile ich dann gleich, wenn ich hier ein bisschen Ruhe habe. Ich meine, es wird sowieso das Spiel angehalten, aber... Ich mag es halt nicht, wenn da noch Gegner da rumstehen. Ich will dann immer irgendwie so ein bisschen eine ruhige Gegend haben. Am besten irgendwo, wenn ich eine Sackgasse gefunden habe. Es ist irgendwie hier gerade keine in Sicht. Und ich glaube auch, dass ich mich hier richtig befinde. Deswegen muss ich gleich nochmal zurück. Da war ja noch so eine Brücke, die ich nicht benutzt hatte. Immerhin ist die Minimap nicht wieder verschoben worden. Das war sonst schon mal öfter passiert, dass die dann, wenn ich ein neues, das Spiel einmal neu gestartet hatte halt, dass die Minimap dann plötzlich woanders war. Weil ich will sie halt mitten im Spiel, also mitten im Bildschirm haben. Das ist jetzt hier relativ schlecht nur sichtbar, aber man erkennt es halt. Ich finde sie da halt deutlich praktischer als außerhalb, also oben rechts. So, das war direkt noch ein Boss übrigens, der sich jetzt aber nicht groß gewehrt hat. Und jetzt ist hier Ruhe genug für mein Level-Up, glaube ich. Ja, wie üblich, Stärke, Beweglichkeit, Verteidigung. Und den Punkt kann ich wieder nicht in den Stampfer tun. Also, Abenteurer. Dann mal sehen. Ich habe halt das Gefühl, dass das hier der richtige Weg ist, weil... Sackgassen sind halt normalerweise, wenn ich mich recht entsinne, nicht ganz so lang. Also muss ich dann vielleicht nochmal zurück. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt umkehre, wird sich das hier natürlich doch als falscher Weg ausstellen. Also gehe ich jetzt hier so lange durch, bis ich tatsächlich den das Ende gefunden habe. Und gehe dann zurück. Das ist, glaube ich, praktischer. Müsste doch bald mal wieder voll sein. Aber von hier aus kann ich das Pet ja wegschicken. Also ist das ja hier kein großes Problem. Und wie man gerade gesehen hat, ja, die Pilze können was droppen. Ich war mir dann nicht mehr ganz sicher. Aber gut. Das ist ja auch ein reines Singleplayer-Spiel. Da ist es ja irgendwie egal, wenn man sowas farmen könnte oder so. Spiele mit Online-Komponenten müssen da ja vorsichtiger sein, sagen wir. Weil sie ja irgendwie eine funktionierende Wirtschaft haben wollen. Und das braucht man ja hier so gar nicht. So, das Weiße kommt wieder, wie gehabt, alles weg. Die holen auch. 116 Schaden weg. 4 Schaden weg. 7, na, weg. Sowieso weg. Das Pad ist voll. Okay, dann halt nicht weg. Was habe ich denn hier für einen Zauber gefunden? Na, immer noch nichts, was ich wirklich haben will. Mit anderen Worten, tschüss, Pad. So, wo bin ich denn hier? Hier ist mein Pilz. Die machen halt so eine Sporenexplosion irgendwie. Oh, da hinten ist noch ein Boss. Naja. Den müsste ich eigentlich auch ganz gut ohne Pet platt kriegen. Oh, ein mysteriöser Bogen. Juhu. Meine Fresse. Ich finde echt nichts wirklich Tolles, was ich brauchen kann.
Ich weiß nur, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich auf der zweiten Ebene zwei einmalige Äxte gefunden. So viel Pech wie dieses Mal hatte ich echt noch nie. Ich habe jetzt genau ein einmaliges Teil bisher gefunden, was ich ja wirklich brauchen konnte. Und alles andere sind immer irgendwelche Sachen, die ich halt gerade nicht haben will. Ich meine, man kann einen Zerstörer mit dem Bogen spielen, klar. Er ist halt nicht so gut darin, weil seine Fertigkeiten mehr für Nahkampf ausgelegt sind, aber es geht. Aber ich habe mich halt jetzt für was anderes entschieden und entsprechend halt schon geskillt. Das heißt, jetzt ist auf dem Bogen umsteigen noch schlechter. Naja. Muss ich dann halt in die Truhe packen oder vielleicht auch verkaufen. Man kriegt halt relativ wenig Gold dafür, glaube ich. So, hier ist jedenfalls das Portal in den Glyphenraum. Was genau, ja, das ist, wo wir hinwollen. Also mache ich jetzt hier noch die Gegner platt. So. Jetzt identifiziere ich fertig. Hier, also ich meine, der Bogen. Ja, schnellerer Angriff, schnellere Castgeschwindigkeit, mehr Pet-Schaden, 159 Schaden die Sekunde. Der ist ziemlich gut. Aber ich kann halt nichts damit anfangen. So, genau das gleiche. Moment. Ja. Na doch, ich glaube, ich nehme die hier mal. So, die Tränke können auch weg. Die brauche ich nicht so oft. Das und das. Die einmaligen Gegenstände behalte ich und tue sie, glaube ich, in meine geteilte Truhe. Es sei denn, man kriegt wirklich viel Gold dafür, aber wenn ich mich recht entsinne, bekam man da doch eher moderate Mengen. Ja, aber wie gesagt, ich muss jetzt halt noch einmal zurück Richtung Anfang. Da war ja irgendwo eine Treppe, die ich übersehen habe. Und ich glaube, es können hier in dem Gebiet schon recht schöne Bonusräume kommen. Ich mache hier mal eine Sackgasse. Ja, und solche Bonusräume greife ich halt gerne ab. Sei es nur wegen der ganzen Goldmünzen. Wenn ich nichts Einmaliges finde, muss ich ja vielleicht auch schon mal öfter den Zufallshändler da konsultieren. In der Hoffnung, dass der mir irgendwas Cooles gibt. Ich könnte auch fischen. Theoretisch kann man halt beim Fischen auch so ungefähr alle Items kriegen. Weil in Fischen können auch Gegenstände sein und wenn ich mich nicht irre, konnten die auch ja quasi eine beliebig gute Seltenheit haben. Also, es war schon eine Weile her, aber ich glaube, ich habe auch schon einmalige Gegenstände erfischt. Das Problem ist nur, wie gesagt, das werde ich niemals machen, während ich aufnehme. Weil das, ja, wirklich ziemlich langweilig ist. So, hier ist jedenfalls diese Brücke. Ja, und wie gesagt, eine Menge Gold. Ich kenne die Gebiete halt nicht mehr so gut, sonst hätte ich vermutlich auch vorher sagen können, dass das hier nur so ein Bonusraum ist. Weil die Gebiete ja doch irgendwie, wenn man das Spiel 2-3 Mal gespielt hat, kennt man irgendwie die Ecken ganz gut. Aber egal. Jedenfalls hat das nochmal einiges an Gold gebracht. Wie viel habe ich denn bisher? Oh, fast 10.000 Gold. Da kann man nicht meckern. Jetzt der lange Weg zurück zum Ausgang wieder. Lässt sich halt nicht vermeiden. Ich habe geguckt, die sind den Zauberspruch zum schneller Laufen. Der kostet leider relativ viel. Der ist, glaube ich, eher für im Kampf gedacht. Also der hält nicht lang genug, um außerhalb des Kampfes da irgendwie wirklich sinnvoll mit umzugehen. Also müssen wir uns jetzt halt hier die sehr langsame Laufanimation angucken. Aber egal. Ist ja nicht mehr weit und dann kann weiter geschnetzelt werden. So. Hier noch die Treppen hoch. Und dann ist wieder Action. Da war ein Pilz.
Hier sind diese Elementare, die fand ich immer sehr nervig. Weil die so doof zu treffen waren irgendwie und relativ böse Schaden angerichtet haben. Ah, und dein Boss ist auch dabei. Goblin Breaker the Barbarian. So. Na, jetzt nicht mehr. Muss auch aufpassen, hier irgendwo in diesen Gebieten müsste jetzt der nächste Edelstein sein für den Forscher da oben. Ja, der sieht halt so irgendwie... Die können sich so ein bisschen teleportieren, glaube ich. Und ich finde es auch relativ schwer zu unterscheiden zwischen den Elementarviechern selber und ihren Geschossen. Also ich glaube, bei den Giftviechern ging das noch halbwegs, aber bei den Elektroviechern... Ne, das muss nicht sein. Die finde ich wirklich nervig. So, da ist jedenfalls die erste Glyphe. Aber zuerst mache ich hier den Boss. Devil Flinger. Oh. Ja, und auf meine Lebenspunkte sollte ich achten. So, war jetzt hier hinten. Ja, hier hinten ist noch irgendwo eins. Das ist halt weg. Aber egal. Es stirbt trotzdem. Glyph of Turning. Glyphe des Drehens oder so ähnlich. So. Hier ist jetzt ein Portal. Das benutze ich. Und da sind wir. Ja, also wir können, glaube ich, die Quest erst abgeben, wenn wir alle Teile haben. So. Jetzt geht's erstmal zurück in die Stadt. Ich will ja die Quest beim Baden abgeben. Und mal sehen, was habe ich denn noch hier? 3 Defensive, 5 Elektroschaden kann weg. Das auch. Das auch. 290 und 224. Ach, ich verkaufe die jetzt einfach. Ist ja irgendwie auch egal. Die Rolle brauche ich auch nicht. Das Ding kann ich natürlich nicht verkaufen. Und den ganzen Kram, den das Padmet hat, verkaufe ich auch. 11.000 Gold. Mhm. So. Jetzt, als nächstes ist dran, Isnarf. Auf Level 12. So, dann gehe ich nochmal zum Zufallshändler und kaufe mir hier so irgendwas Einhändiges. Mal sehen. Das hier. Und das hier. 117 und 141. Wunderbar, toll. Ganz großes Kino. Dann halt zurück ins Dungeon. So, und dann beende ich auch die Aufnahme und beim nächsten Mal geht's dann ins zweite Portal. Tschüss!